Jo, meine Leute, herzlich willkommen zum fünften Part und ich glaube, man wird den Ton am Anfang nicht hören, weil ich ein Headset drin habe. Von daher müsste ich, glaube ich, mein Headset abschließen und damit wir nun wieder, glaube ich, den Ton hört. Und ja, wir fangen auch gleich mit dem nächsten Part einfach an mit Vanilla Ghost House. Und ja, ich versuche ja Nordreff, wie gesagt, hinzubekommen. Und ja. Schauen wir mal. Ghost House. Naja, ich hasse Ghost House. Da habe ich wieder meine Karotten. Und da weg. Der Level wäre deutlich einfacher, wenn ich ein Cape hätte. Da könnte ich einfach drüber fliegen. Und ja, dann wäre dieser Fehler auch nicht zum Beispiel passiert. Und naja. Nein, nein, nein. Los, 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 los. Geh nach oben, geh nach oben. So. Hätten wir das Schlimmste erstmal geschafft. Yay. Yay. Oh, nein. Das war jetzt echt schlecht. Ich glaube, ich gehe als nächstes zur Top Secret Area und rüste mich wieder für die nächsten Level aus. Das kann man als Cheaten sehen, aber ich nehme es nicht als Cheaten hin, weil es eigentlich ein verdienter Level ist, den man eigentlich ausnutzen darf, so wie er ist. Und ich nutze das einfach relativ sehr gerne aus. 22, super. Freut mich. Naja. Oh, es ist relativ noch in der Früh, also ich bin noch relativ müde, also. Denkt euch nichts, wenn ich nicht so gesprächig bin, weil ich einfach relativ müde und schläfrig bin. Naja, gehen wir zu der Top Secret Area und holen uns mal ein Yoshi und Capes. Also, ihr könnt mir Vorschläge ebenfalls schicken, welche Spiele ich auf den alten Konsolen als Emulator spielen soll. Weil, ja, ich will ja entsprechend auch der Community Dinge spielen, die auch Interesse zeigen. Und ja, ihr könnt es in die Kommentare mal schreiben, was ihr so für Vorstellungen habt. Und dann werde ich es mal ausprobieren und spielen. Ne. Oder? Ja, wir gehen zu den lila Switch oder den gelben, nee, nicht gelbe, zu den pinken Switch-Buttons. Die brauche ich ja auch noch und die werden langsam jetzt der Fall, deswegen brauche ich jetzt kein Yoshi. Ich habe es vergessen, ich kann kein Yoshi mitnehmen. Naja, Yoshi, da musst du Wasser saufen. Das ist doch chillig. So. Das brauche ich. Nein! Was habe ich jetzt gemacht? Oh Gott, ich dachte schon, ich hätte es reingeglitscht. Und hat jetzt. So. Und jawohl, wir sind drin. Wir nehmen den Gegner auch noch mit. Ja, es sind rote Switch-Button. Genau, das ist ein kleiner Spaßlevel, wenn man jetzt hier. Der Gegner killt den Gegner. Genau, dann beenden wir den Level hier. Mit einem Plan-Spin-Attack. Yeah. Nur blöd, in den Teilen ist nichts drin, also man kann sie nicht zerstören, sondern sind nur feste Blöcke.
Wenn wir schon an Geheimlevelsuche sind, dann gehen wir zu Vanilla Dome 1 und gehen hoch ins nächste Level. Und das wird auch der letzte Level des Parts sein mal wieder, weil die Parts, glaube ich, einfach viel zu lang sind. Und ich will sie einfach relativ kurz machen. Ja, es hat positive und negative Aspekte, wie ich das jetzt mache. Aber ich hoffe, ihr habt damit kein Problem. Verdammt. Naja, nee, jetzt komme ich doch in den Extra-Level. Nur, ich verschieße es eiskalt. Ja, ein Abbruch. Dann gehe ich zur Top-Secret-Area und hole mir wieder neues Zeug. Genau, jetzt bin ich bei Vanilla Dome Secret. Genau. Ja, ich gehe noch einmal schnell zur Top Secret Area und dann beende ich diesen Part einfach. Genau. Dann kann ich auch gleich das Gelaber loslassen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, ihr könnt mir mal wieder einen Daumen geben. Mir per PN oder Kommentar einfach schreiben, was ich als nächstes spielen soll. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann einfach im nächsten Video. Mein Freund Mario hier und ich mit Yoshi halt verabschieden uns von euch und hoffen, ihr schaut weiter in unseren weiteren Parts und seid gespannt. Und ja, wir sehen uns. Fianat meldet sich ab.